Also wenn du eine Super Soaker voll Katzenpisse hast und damit durch die Oberhausener Altstadt jagst und damit beschießt du die Leute, freuen die sich darüber oder finden die das eher nicht so gut? Also in der Oberhausener City, muss ich echt sagen, ist ja Klientel so, dass sie teilweise gar nicht merken würden. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, das sage ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Hallo, Jorge. Hallo, Paco. Hallo, Jorge. Ist nett, dich zu sehen. Wir sind hier gerade im Neon. An der Zentropromenade ist ein Grieche. Und jetzt gerade haben wir die Speisekarte vor uns liegen. Und da gibt's halt, das ist endlos, oder? Es gibt eine Tageskarte. Hast du schon was? Ich würde gerne Fisch. Ich habe dir das jetzt, ich glaube, heute im Laufe des Abends schon 5-6 Mal gesagt. Frische Fische. Hier ist das Tiramisu sehr gut und die Leber ist sehr gut. Er kann nicht Tiramisu als Vorspeise nehmen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, nimmst du eine Vorspeise? Ja, ich nehme als Vorspeise auf jeden Fall die 001. Du bist ein Killer. Tzatziki. Jo. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ist Danke. Da irgendwie Brot dabei? Brot? Ja dann, hast du ein kleines Pilz bestellt? Nee, ich habe einen Pilz bestellt. Ich habe nicht gesagt, ich soll eine Fingerhüte bringen. Ja, okay. Das war irgendwie... Naja. Also das ist nur Tzatziki? Sieht so aus. Ja, aber wieso bestellt? Nein, das ist eine pikante Quarkspeise mit Gurken, Knoblauch und frischem Gut. Nicht nur Tzatziki. Was haben wir noch? Ktipi? Das ist lecker. Ktipiti? Ktipiti? Schafskäsemus, Ktipiti. Das ist sehr lecker. Das ist auch schön pikant. Ehrlich, das hat eine leichte Schärfe. Ja. Und du musst davon scheißen wie ein, wie soll ich das sagen, Waldesel. Ja. Was hältst du davon, wenn wir uns einfach die 03 für zwei Personen bestellen? Die Messes. Naja, da ist so ein Scheiß bei, den ich nicht mag. Was denn? Fischrobensalat. Ach, das magst du nicht? Nee, das esse ich nicht. Aber wenn du die Fischrobencreme vollständig verspeist... Ich weiß nicht, was das ist, was du da gerade... Was ist das? Das ist 4, Taramasch. Die ist auch in der 3. Was ist denn Fisch? Drin. Ist das irgendwie so was wie Fischrogen. Kaviar oder was? Ja, das sind... Ja, genau, Fischeier. Nee, brauche ich jetzt nicht so. Na, siehste. Nee. Na, also. Wir können, na, also. Wir können uns... Sagt der da also, ja. Wir können einmal die 01, die können wir uns noch ein bisschen teilen. Man kann ja... Ja, aber was, Moment, die 01, was soll ich denn nur mit Tzatziki? Da muss doch Baguette dabei sein. Ja, das ist immer Brot bei meinem Griechen, mein Gott. Ja, aber du hast doch gerade gesagt, da ist kein Brot dabei. Ich weiß es nicht, aber Brot kriegt man immer. Zackziki. Zickzacki. Vielleicht können wir uns ja auch einfach, und dann teilen wir uns das. Was haben wir denn noch da? Die 1, die 2 und die 9, was hältst du davon? Die 1, also Tzatziki mit die, also dem Schafskäse muss, und was hast du noch für eine Nummer die gesagt? Die 9. Die 9. Was ist das? Dolma Dacia. Gefüllte Weinblätter. Geil. Bin ich dabei. Ja? Ja. Sollen wir das so machen? Und Hauptspeise? Hauptspeise. Ja. Machst du das bitte? Was denn? Das, was wir gerade besprochen haben. Achso, die Vorspeise. Ja, bitte. Die 1, die 2 und die 9. Wenn du das sagst. Ich vertraue dir voll und ganz. Genau, die Hauptspeise müssen wir noch gucken. Da wissen wir noch nicht. Genau. So, ach guck mal, da Garnelen in Knoblauchöl. Garnelen. Aber wieso? Machen die denn sowas? Öl an Knoblauch. Knoblauchöl? Knoblauch ist so lecker, da muss man Öl anmachen. Wo ist denn hier Dingens? Wer? Boah, Grillteller ist natürlich ein Argument für gleich. Aber ich hatte hier so eine geile Leber. Genau, lass uns mal eine Leberparty machen. Wir sind ja nicht in Großbritannien. Eine Leberparty. Da feiern wir öfter mit denen rein. Ein Dorfteller. Also ich esse eigentlich beim Griechen alles außer Gyros. Und Leber. Du klingst konsequent. Wieso isst du keine Leber eigentlich? Das ist eine Innerei aus Großbritannien. Also, ja, wir müssen ja nicht gleich eine Party machen. Nee. Nee, das ist komplett die Speisekarte. Ein Spezialteller, der hört sich interessant an, aber da weiß man auch nie, was einen erwartet, ne? Nee, meistens ein Teller. Boah, ich hab schon Bock gerade auf Metaxa-Soße. Garnelen, Calamaris, Solomo-Salat. Wir können uns eine Platte für 4 Personen teilen.
Das klingt nach uns. Eine Platte für 4 Personen reinknallen. Ja, wir haben den ganzen Abend. Ja, eben. Also deswegen. Ist ja eine so Zeit, denn? Keine Zeit. Wo ist die denn? Die kostet 70 Euro. Ja, habe ich dabei. Wo ist die denn? Ja, ich auch. Ihr habt zumindest die Hälfte dabei. Die 103. Ach, guck mal, das ging ja schnell. Boah. Ja. Wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. War das das, was wir bestellt haben? Das ist original unsere Bestellung. Okay. Ausgeführt von dem Griechen unserer Wahl. Oh, hätte ich fast das Brot runtergeworfen. Guck mal, das ist mein Bier, ne? Hier. Das ist auch dein Brot. Du so ein bisschen, wieso isst du kein Brot? Kohlenhydrate, wa? Jetzt. Ach, Kohlenhydrate? Na, sicher. Ich trinke 80 Kannen Bier und achte auf Kohlenhydrate. Was hältst du denn von der Platte für 2 Personen? Was ist noch drauf? Gyros würde ich mich erbarmen. Steaks, Beefsteaki, Souvlaki, Tzatziki, Pommes frites, Reis und Salat. Sollen wir die nehmen? Weiß ich nicht. Lass uns mal die asoziale 2-Personen-Platte nehmen. Na komm, 2-Personen-Platte, Arsch drauf. Arschloch. Arsch drauf. Wieso isst denn du kein Brot? Weil dann sag mal, was ist denn die Brauch? Ich habe genug hier. Eine Mehlspeise. Womit isst du denn Tzatziki? Mit der Gabel. Du ziehst ja einfach so Tzatziki rein. Hm? Du isst einfach so Tzatziki? Ja, nur sicher. So mit der Gabel? Lecker. Okay, dann probiere ich das nochmal. Mm. Lecker. Ja, geil. Die Käsecreme, wenn die gut ist, mal probieren. Ich ziehe da mal mein Brot durch, okay? Mm, lecker. Mm. Sehr geil. Das war jetzt Käsecreme, oder ich? Kittipikiti. Kittipikiti. Ah, dann ist die Kittipikiti. Genau. Hör mir doch zu. Pipi ist das. Das ist Pipi. Und da haben wir noch. Guck mal, das sieht aus wie Pipi. Kann man als teures Olivenöl. Da kostet ein Liter bestimmt 1,80. Da hole ich mir ja auch mal so eine Wurst. Mm. Dann, was ist das jetzt? Das ist ein Weinblatt mit Reis drin. Mhm. Ist die Mehrzahl von Reis eigentlich Reisen? Ein Reis, 2 Reisen. Mhm. Ich glaube, das ist nicht korrekt. Aber das Zimmer, das ist hier gut. Ich bin ja nicht so ein Ornithologe. Aber Onanologe bist du nicht. Aber dass du einfach Tzatziki mit der Gabel isst. Ja, womit denn sonst? Ja, mit Brot. Ja. Nee, ist ja kein Brot. 39? Ach nee, gar nicht wahr. Nee, Moment. Ja. Wir nehmen die Platte für 2 Personen. Die Platte für 2 Personen. Wir nehmen zweimal die Platte für 2 Personen. Oh. Ja. Auf Griechenland und so. Mhm. Auf den Staatshaushalt von Griechenland. Bist gleich wieder so gehässig. Die Griechen. Eigentlich habe ich sie lieb. Griechenland ist geil. Wir haben ja auch in den letzten Jahren häufig Griechenland Urlaub gemacht. Kos und Korfu. Mhm. Zweimal. Häufig. Geil. Also wirklich beides mal sehr, sehr geil. Ich war bestimmt 20 Mal in Griechenland. Aber seit der Krise gar nicht mehr. Okay, wann warst du denn das letzte Mal da? Boah. Bestimmt 5 Jahre her. Okay. Und seitdem nur Fuerteventura? Mhm. Okay. Aber früher wart ihr gar nicht so Fuerteventura-Urlauber. Erst in Griechenland quasi. Weil wir einen eigenen Garten haben, bleiben wir im Sommer zu Hause und fliegen immer im Frühling und im Herbst im Urlaub. Ist ja auch das Geilste, was du machen kannst. Und Frühling, Herbst kannst du nur. Herbst geht Griechenland gerade noch. Ansonsten bleiben im Prinzip nur die Kanaren. Einmal war ich in der Türkei 1985. Ja. Bin mit dem Auto hingefahren. Da bin ich zum Griechenland-Fan geworden. Warum? Was war denn da schlecht? Was da schlecht war? Mhm. Nee, ich war einmal kurz in der Türkei. Und da kann ich ja gleich. Erzähl ich gleich von. Mitte der 80er Jahre war das. Ja. Wir sind da hingefahren, eingereist. Bulgarien, Grenzübergang, Edirne. Mhm.
und dann ein Stück weiter Richtung Süden gefahren. Über die Dardanellen haben wir übergesetzt mit der Fähre. Dardanellen kennst du, ne? Der ist nicht die Darmkrankheit. Ah, okay. Die sogenannte Dardanellen. Eine Darmenge ist das. Eine Darmenge. Damals war es zumindest so. Damals. Da Männchen und Frauchen, also ein Pärchen, noch nicht mal Händchen halten über die Straße laufen durften. Man wurde dämlich angesaugt. Okay. Sogar wenn man öffentlich Geschlechtsverkehr hatte wahrscheinlich. Ja, echt, hast du auf dem Markt gebumst? Und was soll das? Nein, aber es war tatsächlich so, du durfst nicht Händchen halten, du durfst dir kein Küsschen geben. Da wurdest du echt angefeindet. Ist das super, das ist krass, ne? Und meine damalige Freundin hatte wasserstoffblondes Haar. Ja, also da wurden wir einige Male doof angemacht von den, ja, so den Einheimischen. Ja, offenherzigen Türken. Na, ich war, also einen Türkei-Urlaub haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber wir waren halt mal auf Kos. Und da haben wir uns... Zweimal, ja. Ist, fanden wir, Kos war total super. Und dann haben wir, wie hieß das denn noch, einen Ausflug nach Bodrum gemacht. Um uns das mal anzugucken. Und das war halt echt nervig, wie du da halt auf der Straße immer angesaugt wurdest und dass du da was kaufst. Ja, und dann war ich mit Antonia da und das war halt so, die haben die gar nicht angesprochen, ne? Die wollten eine Handtasche verkaufen und die haben mich nicht angesprochen, ja? Das war ein Fehler einfach. Aber das war halt voll nervig, wie die da, also ich fand's nervig, aber ich glaube halt... Der ist ja nervig, echt bei den Türken. Aber sag mal, diese Mentalität dieser Südstaaten, die nicht unbedingt christlich geprägt sind, die gefällt mir nicht in besonderem Maße. Ja, das ist eine Geschmacksfrage. Ich war ja hier bei den Ausbilderlehrgängen, das hast du ja noch mitgekriegt, wo ich da wochenlang weg war. Da hatten die tatsächlich, also das hat jetzt nichts mit der Türkei zu tun, also nicht explizit mit der Türkei zu tun. Ja. Aber da gab es wirklich unterschiedliche Empfehlungen, wie man mit kalt- und warmklimatisierten Auszubildenden umgeht. Und die Definition von kalt und warm klimatisiert war, wenn du die Landkarte von Europa siehst, hast du da die Alpen. Und wenn du da einfach einen waagerechten Strich ziehst, alles, was da drüber liegt, ist kalt klimatisiert. Alles, was da drunter liegt, ist warm klimatisiert. Ja. Heißt für dich, hier beispielsweise Spanier, Italiener, Türken, wollen eher starten mit Smalltalk. Und das ist halt unheimlich wichtig. Und die da drüber liegen, die wollen direkt starten. Wenn die dich dienstlich anrufen, kommen die direkt darauf zu sprechen, was die von dir wollen. So, und da muss man halt irgendwie so ein bisschen gegenwirken, ne? Das ist, fand ich aber schon krass, dass das als extra Thema für die Käsecreme ist, sagt Traum, ja. Mhm. Ja, geil, ne? Eine warm klimatisierte Zubereitung. Genau wie der Tzatziki hier. Geil. Das ist ein gesundes, leckeres Essen, wovon man höchstens 3-4 Kilo zunimmt. Ja, ist in Ordnung. Ich krieg's dir gleich wieder. Warum stinkst du so nach Knoblauch? Hab ich nie gesagt. Nee, du nicht. Ach so. Gleich zu Hause. Nimm dir das Weinblatt. Ich habe da Brot dabei, das ist... Ich habe schon 3 Weinblätter gehabt, ja, ich das ist dein Weinblatt. Nee, hau dir da rein, ernsthaft. Was ist mit dem verkackten Olive? Hau sie dir auch rein. Ja, nein. Ja, nimm sie dir. Ich mag halt Tzatziki nicht so von der Gabel, sondern eher vom Brot. Das ist mein Olivenblatt. Ja, nur ein Stückchen. Boah, ist aber lecker. Ich bin mal gespannt, wie die Platte für 2 ist. Ich glaube, wir haben aber auch dafür gesorgt, dass wir satt werden. Ich glaube nicht, dass wir alles aufkriegen werden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir nehmen was für einen Hund mit. Was ist denn hier eigentlich für ein Zettel, der hier liegt? Ja, was weiß ich. Die Tageskarte. Oh. Ja, super. Knoblauchbrot mit Tomatenwürfeln. Ja, hätten wir auch nur gut gefunden, ne? Ja, das steht aber auch in der normalen Karte. Naja, jetzt brauchen wir es auch. Hat jetzt bei dir rausgefallen. Aber ist auch lustig, eine Tageskarte mit 40 Gerichten haben, ne? Mich würde mal interessieren, wie die morgen aussieht. Ich glaube, das ist halt so die jede Tageskarte. Ach so.
Everyday. So die unveränderliche Tageskirche. Ja, so sind sie, die Griechen. Die machen sie einfach. Eine Tageskarte für das ganze Jahr. Unser Tipp: Souskakia vom Grill mit Tomaten und Käse überbacken. Dann nehme ich. Dazu servieren wir Ihnen eine Beilage und Salat. Dazu servieren wir Ihnen eine Beilage. Ja, lecker. Beilagen mag ich. Brot. Weil die Cremes, die sind ja alle im grünen Bereich. Ne? Alles zwei. Alle beide. Und bei Weinblättern ist ja auch Tzatziki dabei, ne? Jo, jetzt wird das. Und da ist auch eine Olive. Diese Käsecreme kann man im Sommer auch sehr gut selbst machen. Auch im Winter, aber im Sommer zum Grill. Mhm. Kann man sehr gut selbst machen. Hast du ein Rezept? Mhm. Wie geht das? Muss ich gucken. Also ich dachte, du wüsstest das. Ja, und ich eine Birne. Ich habe so viele Rezepte, die weiß ich nicht alle auswendig. Aber wenn einer, dann du. Nee. Und wie hieß die nochmal? Ja. Schafskäsecreme. Nee, irgendwie Käsecreme. Kittipiki. Kittipiki. Irgendwie sowas. Mein Gott, wenn er erst losgeht mit dem Kneipenplausch. Weißt du, was für ein Skandal ist? Wir haben erst 5:30. Wir haben erst 5:30. Und wir meinen nicht dann 5:30 morgens, ne? Meine Frau wundert sich, wenn ich gleich um 8 Uhr zu Hause bin, strunzsatt. Ich glaube, wir haben gerade einen Kickstart hingelegt. Ich glaube auch. Danach müssen wir erstmal einen Kaffee. Ich gleich noch einen Coffee to go. Mhm. Wir haben ja den Starbucks direkt um die Ecke. Und dazu ein bisschen frische Luft. Mhm. Damit wir richtig einen vom Arsch kriegen. Ich glaube, Lasertag hat sich heute erledigt. Mhm. Okay. Aber wir müssen echt mal gucken, ob wir dieses Virtual Reality Zeugs da machen. Weiß halt. Das ist das, wovon ich gerade erzählt hatte in Düsseldorf. Ach so, ja. Wurde dann da. Der Arbeitskollege hatte davon erzählt, der hat das gemacht. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Spiele. Du hast eine Brille auf. Und du hast in jeder Hand so einen Controller. Und dann hast du halt verschiedene Szenarien. Ein Szenario war, dass du quasi im Cockpit der Enterprise bist. Und da musst du halt gucken, dass du die vernünftig steuerst. Jeder hat eine andere Rolle. Und da musst du halt gucken, dass du dann da, was weiß ich... Ich bin Pille. ...den Fluxkompensator auf 3 schaltet. Ich weiß, das ist zurück in die Zukunft. Aber jeder hat dann so seine Aufgabe und muss dann umschalten und... ja. Hätte ich mal Bock drauf beim nächsten Mal. Ja. Das mal auszuprobieren. Boah, also die Käsecreme ist super, ne? Aber Tzatziki ist 1000-mal geiler. Die Käsecreme. Tzatziki ist hier sehr gut. Bei unseren Griechen ist sie noch 10-mal besser. Ja. Aber die Käsecreme ist so ein bisschen peppig, würzig. Weißt du, ich esse ich deshalb so gern. Ja, das ist lecker. Aber ich finde, Tzatziki ist echt... Ist das Weinblatt? Ich meine das ernst. Nimm mit dir. Aber ich muss noch was anderes essen. Wieso? Ich bin gleich satt. Ach so, okay, das war dann das. Ja, komm. Komm. Dann hau ich dir rein. Erst mal ein bisschen Käsecreme. Das komme ich mir doof vor, weil ich so viel Brot gegessen habe. Hast du gar nicht. Die habe ich erstmal gegessen in Katerini. Wo ist das? Griechenland. Bei Thessaloniki. Okay. Das ist da, wo der große Flüchtlingslager ist. Festland? Ja. Olympische Riviera, direkt am Fuß des Olymp. Okay. Kennst du, Olymp kennst du? Ja. Die Berge der Götter. Schon mal gehört, ja. Also so eine schöne Landschaft, da kannst du dir gar nicht vorstellen. Also Griechenland, Festland fahre ich bis jetzt noch nicht. Wenn du mal Griechen schön haben willst, du schöne hast Landschaft. Noch, Ich hab leer. Was ist das? Oder, nee, da ist doch noch was drin. Ja, ist eine Fotze. Ja, eine Fotze. Darauf können... Das habe ich ein bisschen laut gesagt, vielleicht. Nein, die gucken alle nur, weil wir so viel essen. Der mich hier. Ich brauche vielleicht erstmal wirklich einen Kaffee. Ja, ich auch. Also für 5:45 haben wir schon. Sind wir gut dabei im Verhältnis zu sonst. Ja. Obwohl wir eigentlich ja gar kein Verhältnis haben. Na, eigentlich doch. Aber okay, das sollte geheim bleiben. Sorry, das. Rein sexuelles. Ja. Rein platonische Beziehung, nur mit, zusätzlich mit Sex noch. B.
Wir reden nicht, wir ficken nur. Wie man gerade hört, ja. Ist das auch platonisch? Ja, klar. Wir haben eine gemeinsame Basis. Plateau heißt Basis, glaube ich, oder? Ja. Ja, dann ist das da super. Ja. Ja, bitte. Zwei Bier, genau. Können wir auch große haben, bitte? Dankeschön. Ja, ich auch. Ja, ich dachte mir einfach mal, ich habe jetzt einfach mal in deinem Namen gesprochen. Ich denke, gegen großen Pilz hast du nichts. Als ich vor 2 Monaten bei dir war, habe ich dir erzählt, dass es im Unterricht so extrem knapp wird mit der Zeit. Ja. Und da hattest du mir doch den Tipp gegeben, lass dir doch vorher gar nicht die Aufgaben lösen, sondern besprich doch direkt. Das habe ich gemacht und das hat wunderbar geklappt. Das werde ich jetzt immer machen. Der Tipp, der war echt hilfreich. Das sind so Tipps von lebenserfahrenen Menschen. Ja. Die muss man nicht unbedingt honorieren. Man muss einfach nur Essen dann bezahlen. Also ich fand es auf jeden Fall, mir hat es geholfen, sonst wäre ich mit dem Stoff nicht fertig. Echt? Echt jetzt? Hast du echt gemacht? Ich habe das seitdem nur noch gemacht. Oh. Oh. So, besser. In groß, ja. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Das sieht doch gut aus. Das sieht verdammt groß aus. Das ist 05, ne? Ja. König Pilsener. Ich habe immer, wenn ich König Pilsener trinke, habe ich von der Harald-Schmidt-Show früher. Was so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel. Da war Schöffenhofer. Nein. Schöffenhofer. Ernsthaft? Ja. Ja, ich weiß nicht, früher, als Harald-Schmidt-Show noch lief, da habe ich noch kein Bier getrunken. Da war so eine verschissene Werbung für Schöffenhofer Hefeweizen. Oh. Was die Welt nicht braucht. Nee, die Welt braucht den Bauchnabel, aber nicht der Weizen. Bauchnabel ist extremst wichtig. Ja, zum Lutschen schon. Ja, und Sekt. Sex? Sekt. Woraus soll man sonst Sekt trinken? Ach so, da fallen wir unsere anderen Körperöffnungen ein. Allein schon. Supermassive Black Hole. Habe ich letztens eine Reportage darüber gesehen? Not extremely. Auf YouTube sind ja inzwischen auch sehr, sehr viele Reportagen so. Ja. Und ich habe, der merkt sich dann ja so, was man geguckt hat und schlägt dann am entsprechende Videos vor. Und da sind auch total gute Reportagen, habe ich festgestellt. YouTube? Mhm. Die dann irgendwie im Fernsehen liefen. Und die Sender haben dann einen YouTube-Channel, da kannst du das nochmal angucken. Und ich habe dann halt so eine Reportage gesehen über... irgendwie übers Weltall, ne, dass alles so unendlich ist und dass das Hubble-Teleskop dann nochmal komplett alles erweitert hat und so. Ich finde das halt geil, da steht mein iPad auf dem Waschbecken, das gucke ich mir von der Dusche aus an, weißt du, wenn ich mir morgens so unter der, ey, sag mal, unter wenn der du Dusche, den Sack rasierst. Morgens dusche ich und unter der Dusche die Zähne putzen, das ist echt die Königsdisziplin, ne? Hab ich noch nie gemacht. Boah, ist das geil. Habe ich noch nie gemacht. Nimm die Zeit, ich schwör's dir. Ich stell dich morgens unter die Dusche, nimm die mach dir schon so ein bisschen Zahnpasta auf die Zahnbürste, nimm die mit unter die Dusche und wenn du dir die Haare gewaschen hast, bevor du an den Körper gehst, putz dir die Zähne. Paco lehnt sich lässig zurück. Und Jorge fragt sich, was soll das? Ey, ohne Scheiß. Du kriegst das warme Wasser noch ab und putzt dir die Zähne. Übrigens, Antonia hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Wir hätten wohl wir haben auch warmes Wasser im Waschbecken. Doppelt aber so viel Wasser verbrauchen wie das Nachbarhaus. Vielleicht steht das irgendwie in einem Zusammenhang, ich weiß nicht. Kam wirklich gerade die Nachricht. Ja, mein Gott. Und andere gute Nachricht. Meine Bambusleitung zu Hause. Bambus-Internetleitung. Ja. Gehört bald der Vergangenheit an, weil die Telekom mir gerade auch meine bessere Hälfte einen Brief geschickt hat, dass unserem Widerruf stattgegeben wurde. Und jetzt kann ich eins und eins damit beauftragen, uns die 100.000er Leitung zur Verfügung zu stellen. Glasfaser? Nee, ist Vectoring mit Kupfer. Darauf trinken wir. Wie darf ja, aber bei uns hat... ich habe keine Ahnung von so einem Scheiß. Ich auch also nicht. Von mir? Ich weiß nur, beruflich, wir, also da, wo ich arbeite, wir fördern sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht. Die Telekom hat bei uns an die Tür geklingelt und hat von ja. Glasfaser mit, was weiß ich, 16.000, ne, das ist, glaube ich, schon normal, ne? Ja, ja. Was weiß ich, 5 Millionen. Wie viele Millionen? Tausend? Ja. Sogar nicht nur Millionen, sondern sogar Tausend. Mhm. Geil. Alle Cremes aufgegabelt. Ja. Wo ich dann gesagt habe, das war bei uns aber auch so. Herr Telekom,
Da war so ein Fuzzi. Ich brauch die Scheiße eh nicht. Da brauch, ich hätte fast gesagt, da war ein Fuzzi von der Telekom. Ja. Aber das wird sich ja despektierlich anhören. Weißt du, was das Lustige war? Da kam ein Fuzzi von der Telekom und da später kam ein anderer Fuzzi von der Telekom. Ja, das war bei uns genauso. Und die haben erzählt, ja, hier, Breitbandausbau und die anderen Anbieter haben das viel später. Und jetzt das Geile ist, unser, wir sind ja neu in das Haus eingezogen und wohnen da seit Anfang April. Und da im Juni kam irgendwann der Typ und wir haben halt im Moment nur eine Leitung, von eine 3000er Leitung. 3000 kommen an, das ist die Pest, weil wir streamen viel, wir gucken viele Videos übers Internet. Und es ist so, dass der dann gesagt hat, es gibt ab Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres bei euch schnelleres Internet. Aber nur über die Telekom. So, und da war gelogen. Unser 1&1-Vertrag läuft 2 Jahre. Heißt, wenn wir jetzt zum 1.4. eingezogen sind, dann läuft er, also 1.4.2016, dann läuft er bis zum 1.4.2018. Dann hat er mir so gesagt, ja, dann können wir, dann machen wir eine außerordentliche Kündigung, das ist überhaupt gar kein Problem, weil... Das war super schon mal. Sehr, sehr gut, sehr lecker. Und die Bundesnetzagentur hat da gewisse... Ja, kann auch weg. Mindeststandards festgelegt, dass wenn man jetzt beispielsweise eine 16.000er Leitung, das ist das geringste Angebot, was bei 1&1 angeboten wurde, wenn da nur 3.000 ankommt, hat man immer ein außerordentliches Kündigungsrecht. Aussage von ihm. Ist aber gar nicht so. So. Und jetzt ging die Widerrufsfrist noch bis jetzt in 2 Wochen noch. Und die habe ich wahrgenommen und zusätzliche Aussage war dann an der Stelle, ja, wenn hier einer die 100.000er Leitung anbietet, dann zuerst die Telekom. Und jetzt ist halt das Problem, ich sehe bei meinem Internetanbieter, bei meinem derzeitigen Internetanbieter 1&1, die haben schon längst eine 100.000er Leitung, ich müsste quasi nur so einen Hebel umlegen, weißt? Und das geht aber nicht, weil die Telekom schon den Portierungsauftrag an die gegeben hat, dass die Rufnummerüberleitung da veranlasst wurde. Das, heißt, du warst zu schnell einfach, oder? Ja, ich war zu schnell einfach, weil ich dem geglaubt habe, dem Assi. Das soll man nicht tun. Ja, wollen wir da drauf anstoßen? Nee. Oh ein Salätchen. Das ist aber... Ja, leck mir am Arsch. Dafür komme ich ja hin, für den Salat. Sehr nice. Zum Riechen geht man eigentlich... Für den Salat. Also nochmal, ich muss jetzt gleich das ganze Gyros essen. Ja. Und wir gehen jetzt gleich in die Vertragsverhandlung, welche Stücke Fleisch ich dir dafür abtrete. Aber da brauchst du keine Sorgen machen. Nichts Steaks-mäßiges, ne? Was für Sex-mäßig? Nee, nicht Sex-mäßig, Steak-mäßig. Steak? Ja, du kriegst so eine Speckrolle von mir. Ah, lecker. Aber vom Teller, nicht von meinem Bauch. Da will ich ja auch Monate dran fressen. Du bist ein Drecksack. Du verarschst mich hier, wo ich dabei bin. Ich brauche gleich unbedingt einen Kaffee. Ich auch. Zum Nüchternwerden. Gehen wir zum Starbucks oder McCafé haben wir nicht hier, ne? Ja, ein McCafé kann man hinlaufen, 10 Minuten. Wo ist der denn? Ach, da auf einer Seite von der Autobahn. An der Mülheimer Straße, ne? Damals. Nein. Wo meinst du denn? McCafé ist am Schwimmbad. Ach, du meinst am von der Marina da? Am Schwimmbad. Können wir auch mal. Aber wir können auch Starbucks, mir ist das scheißegal, wo ich einen Kaffee trinke. Was haben die da? Scheißegal. Latte Macchiato mit Karamell. Kamel. Mit Kamel. Was klebt und läuft durch die Wüste? Eine Latte Kamel. Ein Karamell. Ja, den hast du mir, glaube ich... Was brennt und hoppelt durch die Wüste, kennst du dann auch? Nee. Ein Kaminchen? Ja. Doch, kannst du wohl. Im Prinzip kennt man die alle. Ich behalte sowas nicht, aber du erzählst mir, glaube ich, jedes Mal, wenn man es sieht. Scheiße, ja. Immer die gleichen Witze. Was hat 4 Beine und einen Arm? Und? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Der ist für mich jetzt neu. Okay. Die Boah. Ehrenrettung beim dritten Anlauf. Ja. So eine ätzende Jahreszeit, finde ich. Guck mal, du hast 5 vor 6 und es ist draußen dunkel. Irgendwie Winter ist nichts für mich. Ich weiß auch nicht. Ich meine, wir müssen jetzt auch noch 2 Monate durchhalten, dann fliegen wir wieder. Du bist ein Drecksack, ne? Lass mich raten. Fuerteventura. Du hast recht. Ja. Wieder da in der Ecke, gleiches Hotel wie letztes Mal? Nee. Nee, vom Hotel her variiert ihr immer ein bisschen, ne? Aber immer quasi unten rechts. Ja, gleiche Ort immer so. Ja, so. Groß und ganz der gleiche Ort. Also, Morochable.
Moro Chabele, da war ich auch mal. Wie hieß das Hotel? Princess Hotel? Haben die da ein Princess Hotel? Keine Ahnung. Ich meine, das war ein Princess Hotel. Ja, ihr steigt ja lieber ein bisschen gediegener ab. Wir nehmen ja so maximal 3 Sterne. Entschuldigung, es war 2003 und ich bin mit Mama und Papa dahin geflogen. Du brauchst dich nicht dafür entschuldigen, dass du Kohle hast. Also. Hab ich ja nicht. Das wurde drittfinanziert. Ah. Nee, aber da ist so, wie gesagt, Herbst und Frühling ist halt so unser Domizil. Domizil ist das. Domizil, so 4-5 Wochen im Jahr sind wir dann auch verehrte. Boah, das ist schon geil. Aber wenn ihr da eine Ecke habt, die euch gut gefällt, das ist schon richtig geil. Im Sommer würde ich das nicht machen, da würde ich lieber nach Griechenland fliegen. Ja, aber im Sommer ist aber ja da das, haben wir unseren Garten. Genau, im Sommer ist das, was du gerade gesagt hast. Da setzt du dich ja auch voll gerne in den Garten. Jetzt unser erster Sommerurlaub im neuen Haus war ja auch so. Da haben wir gesagt, erstmal ab in den Garten. Ja. Wie geil ist das, wenn du eigentlich. Richtig geil. Unser erster Sommerurlaub, der weißt du noch, als im Sommer die heftigen Regen waren? Das war unser Sommerurlaub. Das war der ganze Rindenmulch, ne? Auf den Beeten ist komplett auf unserer Terrasse gewesen. Da war jeden Tag Fegen angesagt. Aber das gefällt uns doch weg von der Terrasse, nicht hin zur Terrasse. Ja, aber das können wir ja nicht machen, wenn das ganze Grundstück anders ausgelegt ist. Ne? Das macht die Terrasse ist halt dran, danach macht es einen kleinen Knick nach oben, weil das dann halt ein Berg hochgeht. Die Häuser gegenüber, die liegen höher. Kannst außergewöhnlich. Halt, außerordentlich auch. Außerordentlich gewöhnlich, ja, ungewöhnlich. Das ist halt doof, aber ist halt kein Problem. Ich war halt froh, weil dieses Jahr hat es ja wirklich ein paar Mal heftig geregnet. Ich war echt froh, dass wir keinen Keller hatten in dem Moment. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich, was weiß ich, wie viel Sorgen gemacht. Das ist ein Problem. Wir haben einen Keller, sind froh, dass wir einen Keller haben. Ja. Kennst du einen Keller, hast du ja gesehen, mit Weinkeller? Ja, war ich mit dem Weinkeller, ja. Da ist nichts passiert. Mhm. Aber trotzdem scheißt man sich immer in die Buchse. Ja, so ist das. Ja. Und so sagen wir halt, was soll da passieren? Wir haben keinen Keller, ne? Ja, da wird nichts passieren, aber Keller ist geil. Ja, Keller ist auf jeden Fall geil. Wir nutzen im Moment wir haben eine Garage. Aber da können wir das Auto nicht reinstellen, ja, weil wir das halt als Keller nutzen. Ne? Wie bei den Nachbarn. Die Nachbarn sagen immer, wir wollen keinen Keller. Keller ist überflüssig, braucht man nicht. Aber das Auto steht draußen, die Garage ist voll. Aber was ich bei euch richtig geil finde, hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, ist der Fußbodenbelag. Ja, da bin ich mit dem Keller zu tun, weil der oben liegt. Ja, genau. Also aber den finde ich richtig geil. Der ist auch geil. Also ich rieche jetzt wie eine Hausfrau. So was von unempfindlich. Du bist taub. Ja, der ist ja super. Auch mal so ein paar Fußtritte oder so. Siehst du da ja nicht. Gar nicht. Du kannst mit nassen Schuhen reinkommen. Die Katzen können von draußen wie lief das nochmal? Das sind so irgendwie so Splitter, sag ich mal, die dann mit Wachs... Marmorkies. Marmorkies, okay. Und Marmorkies ist Naturstein. Der gibt in verschiedenen Farben. Ist aber echt Naturstein. Der ist nicht eingefärbt. Ja. Der wird dann mit... wie heißt das Scheißzeug? Ich pick schon mal im Salat, wenn du nichts dagegen hast. Da haben wir auch schon mal Pfeffer dran, damit ich nochmal auf den Tisch kommt hier irgendwo. Epoxidharz. Also praktisch mit Kunststoff wird er dann ausgelegt. Ich fand, das sah auch gut aus, weil ihr auch an manchen Stellen so Muster hattet. Kannst du auch liegen mit verschiedenen. Du kannst alles reinlegen, was du willst. Du kannst S04 reinlegen, das Logo, du kannst alles reinlegen, was du willst. S04, was sagst du zu Bartstuber? Ein überraschender Transfer, auch wenn er nur vor kurzer Dauer ist. Wobei nicht so überraschend, wenn man weiß, dass Hövedes verletzt ist. Doch überraschend, wenn man weiß, dass es von Bayern nach Schalke geht und nicht umgekehrt. Eine sehr überraschende Betrachtungsweise. Was mich gewundert hat, ist halt so, der ist nur ein halbes Jahr da. Ja, das ist wiederum... Aber Bayern durfte den wohl nicht ausleihen, wenn am Ende der Vertrag bei denen ausläuft. Also die dürfen die letzten 6 Monate eines Vertrages nicht ausleihen wohl irgendwie. Ist das so festgelegt? Ich weiß nicht. Im Ausleihungsgesetz? Im Fußballspieler-Ausleihungsgesetz, ja. Nordrhein-Westfalen. Ja, aber wenn du mal 6 Monate weiter guckst, mal unabhängig davon, werden bei Schalke wieder ein paar Spieler fit sein. Was ist aber verletzungsanfällig, dann wird ja kein Schwein kaufen. Ausleihen ist okay. Ich weiß nicht, wo das Risiko liegt, oder bei Bayern nicht, oder bei Schalke, wenn er sich jetzt wieder die Haxen bricht. Ja, ich finde halt, das ist so ein Transfer für ein halbes Jahr ist irgendwie... Doch, da macht das Sinn, finde ich. Weiß ich nicht, findet er sich so schnell ein? Vollkommen. Ein genialer Spieler. Ein genitaler Spieler? Ein genialer Spieler. Ja, ich hab bis jetzt noch nicht so einen Eindruck von dem gewonnen. Ich habe aber gelesen, der soll in der Spieleröffnung total gut sein. Ein super Innenverteidiger ist halt echt genial. Sein Problem ist immer,
der ist Jahre verletzt, ja, sagen wir Monate, kommt ins Spiel, findet sich sofort ein und spielt total super. Und nächsten Tag hat er wieder scheiß Kreuzbandriss oder sowas. Oh. 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 Jawohl, mach mal kurz Handy weg. Dankeschön. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht aber sehr gut aus. Oh, ist das eine Platte. Mein Gott. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Hör mal, kannst du da vielleicht mal ein Foto zu machen? Wow. Dass wir was haben für die Shownotes. Yes, Sir. Das wäre richtig geil, weil mein Handy gerade in einer gewissen Weise belegt ist. Für was für Dinger? Shownotes? Ja, dass man einfach mal zeigen kann, was wir uns jetzt hier für Massen reinzwirbeln. Das sieht aber sehr sympathisch aus. Ist mein Daumen. Sehr, sehr geil. Musst mir schicken, ne? Ja, sehe ich hier gleich. Sehr, ja, ist kein Stress. Hör mal, fang du mal an. Ich, boah. Ey, dicke Pommes ist geil. Ich hab gesagt, ich esse keine Pommes, aber die dicken Pommes esse ich. Die dicken Pommes, die sind richtig geil, ne? Bei unseren Griechen esse ich nie Pommes, weil die kleinen Stäbchen so auf dem Teller. Ich sehe gar keinen Gyros. Hier doch noch. Ah, da ist Gyros. Ja, Gyros als kannst du dir vollständig kleine anpfeifen. Unterlage. Was ist denn hier mal mit Mayo? Was für Mayo? Ja, sollen wir das komplett mit Tzatziki fressen? Ja, immer, du immer mit deinen zusätzlichen Fetten. Transfette. Selber Transe. So. Das so packt ja hier nicht so rum. Ja, guck mal, da drunter sind einfach nur Zwiebeln. Nee, nicht einfach nur, das sind Zwiebeln. Einfach Zwiebeln, komplett. Lass mir auch noch welche. Und unter den Zwiebeln ist das Gyros. Da kannst du vollständig haben. Ich nehme mir vollständig. Guten Appetit. Ja, lass es dir schmecken. Djuvic-Reis ist auch noch, heißt der in Griechenland auch Djuvic-Reis? Und letztens beim Jugo, da hieß es Djuvic-Reis, ich weiß gar nicht. In Griechenland heißt er anders. Das ist aber ein komischer Name für Reis. Anders. Halt. Halt? Oh. Warum magst du denn kein Gyros? Zu fettig. Ist ernsthaft? Wenn ich auf ein Stück Fett beiß, muss ich zum Pott kotzen. Echt? Aber da habe ich nur eine Phobie. Das ist im Prinzip nicht schlecht. Selbstschutz. Was ist mit den Dingern hier? Also, komische Spieße. Boah, ist aber reichlich, ne? Ja. Das kann ich sagen. Aber nicht meckern. Sind halt immer noch da die mit uns gleichzeitig hier angekommen sind? Keine Ahnung, nee, glaube nicht. Wieso sind die da mit uns gleichzeitig angekommen sind, schon durch? Vielleicht haben die nur einen Hamburger bestellt. Dieses ganze Vorspeisengedöns, das dauert halt, ne? Ja. Wir haben ja auch ohne Ende Vorspeisengedöns gehabt dann. Aha. Siehst du irgendeine Chance, dass wir das aufkriegen könnten? Nee. Ich auch nicht. Das ist so bestiales Spiel. Na, wir haben ja Zeit. Die Zeit ist auf unserer Seite, auf jeden Fall. Wir sind jetzt schon eine Stunde hier drin. Echt? Wir haben jetzt 5:45. Lecken wir am Arsch. Später, aber gerne. Letztes Mal waren wir essen in der Osteria, ne? Mhm. Letztes Mal waren wir in Duisburg. Mhm. Und wo waren wir davor? Ja. Haben wir das Zentro? Beim Chinesen. Echt, das war direkt davor? Mhm. Okay. Aber ich nehme mal ein bisschen Djuvic-Reis, ne? Ja. Ein paar Kohlenhydrate können nicht schaden bei der ganzen, bei dem ganzen Eiweiß hier. Hm. Ja. Und das ist einfach der Moment, wo ich bereue, dass ich Brot gegessen habe. Eine Vorspeise. Deshalb mache ich das nie. Der Reis ist hier nicht so gut. Hm. Habe ich noch gar nicht probiert. So mittel, ne? Ja, gar nicht gut. Alles gut. Ich bin noch mal ganz kurz im Doppel-Null-Einsatz. Ah ja. Das Bier. Ja, ja, mach mal. Also, das Urinar riecht komisch. Da war so ein Kartenständer, wenn du vom Klo rauskommst. Und da waren ein paar lustige Karten drin. Habe ich einfach mal mitgebracht. Gilmore Girls. Du kennst die Gilmore Girls? Okay. Die Gilmore Girls. Wie ist das?
weniger Schweinehund, mehr Muskelkater und mein persönlicher Favorit, die Schöne und das Beef. Ja, ja. Wir hatten, oh, ich weiß gar nicht, irgendwie vor längerer Zeit, mal waren wir im Duisburger Inhaber, also nicht wir, sondern ich mit anderen. Und da war, war so eine Karte, da hast du Batman drauf gesehen und dann stand da die Sendung mit der Fledermaus. Das ist auch geil, ey. Ja. Grill More Girls. Grill More Girls. Alles gut. Du bist hier ordentlich am Beiarbeiten. An wem? Das ist viel zu viel alles. Findest du den Juvitschrei so schlecht? Ja, also bei unserem Gericht ist er tausendmal besser. Also geil ist jetzt, also das ist nicht besonders schlecht und nicht besonders geil. So. Das ist so ein bisschen laff. Solide Standardleistung. Aber das Fleisch, das ist gut. Fleisch ist gut. Und die dicken Pommes. Titten? Dicken Pommes. Oh. Tittenpommes. Die Tittenpommes. Was sind das? Wie heißen denn diese runden Kartoffelröstis? Weißt du, welche ich meine? Die es immer so zu hohen Anlässen gibt, die so. Reibekuchen. Nee. Und dann sind die so hoch und spitz. Kenn ich nicht. Ich auch nicht. Was? Ich hab mich verschluckt. Kenn ich echt nicht. Unfassbar, was hier für ein Lebensmittel rumgewichst. Boah. Wahrscheinlich, wenn ich die Aufnahme hier noch schneide, ne, muss ich mich wahrscheinlich noch übergeben, weil mir so schlecht von der Vorstellung des ganzen Essens wird. Also, so schlimm ist ja auch nicht. Nein, es ist echt richtig lecker. Wir haben mit dem Vorspeisen ein bisschen überstehen. Das stimmt leider. Aber wenn man Arsch voll hat und Hunger, ne, dann passiert das schon mal. Ich muss mit guten Vorsätzen ran. Ja, und wir haben ja noch von Nürnberg so einen Ösi-Schweizer geholt, wo wir gerade bei Schalke waren. Torschützenlisten, Anführer der zweiten Liga. Deutsche zweite Liga? Nürnberg. Ach, Nürnberg? Hm? Wer ist das Talent? Ich habe keine Ahnung. Ist aber, glaube ich, schon 27 Jahre alt. Oh, Spätentwickler. Talent ist da nicht der passende Begriff, glaube ich. Und heute Abend geht wieder Dschungelcamp los. Habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht einmal gesehen. Das tut mir voll leid für dich. Du bist nicht so für zeitgenössisches, oder? Zeitgenössische Kunst. Ist aber auch schon eine Unverschämtheit, Dschungelcamp als zeitgenössisch zu bezeichnen, oder? Ja. Oh. Auf jeden Fall, wenn ich nachher zurück bin, Antonia guckt halt die ganze Zeit, die hat schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich dich vom Bahnhof abholen kann, weil Dschungelcamp läuft. Im Ernst? Das ist natürlich nur ein Spaß gewesen, aber sie guckt das auf jeden Fall schon und gleich, wenn ich, oder nachher, wenn ich zu Hause bin, werde ich mit ihr dann noch da die Reste des Dschungelcamps gucken. Heute ist ja ein Zug. Und wann kommt der zweite Zug? Und der kommt unmittelbar danach. Also auch heute noch? Ja, der Zweizug. Der sogenannte Zweizug. Weißt du, was mich hier so ein bisschen stört? Das Essen ist gut. Ist alles gut, ne? Ja. Aber dass das so ein großer Raum ist. Der ist scheiße. Und das ist irgendwie scheiße, oder? Das stimmt wirklich. Man sitzt hier so wie in der Turnhalle mit Tischen. Das finde ich nicht so toll. Hätte man eleganter lösen können. Mit so ein paar Nischen einziehen oder was weiß ich. Ja, Zwischendecke, Zwischenebene. Ja. Wie hoch ist der Raum hier? Bestimmt 5, 6 Meter, oder? 6 Meter bestimmt. Hast du einen Köpi gesehen? Die haben die gleichen Deckenhöhlen. Und die haben eine Zwischenebene, wo du auch sitzen kannst und stehen kannst. Das ist auch sinnvoll. Ja. Kannst du auch noch gut nutzen. Sehr gut sogar. Hallo. Halleluja. Hast du noch Hunger? Wie ist das hier, was ich hier habe, weiß ich noch. Und das da? Das ist zu. Boah. Sonst hast du Tupper dabei zufällig? Ja, sicher. Danke. Oh. Die wollen noch keinen Brummes ausflippen. Da waren die Augen größer, ne? Jetzt gleich, hier kriegt man doch bestimmt auch einen Kaffee, oder? Ja. Oder? Wovor eigentlich unbedingt bei Starbucks oder so? Ich könnte jetzt mal
Teller stehen lassen und Kaffee trinken. Genau, so meine ich. Da kann man ja immer noch mal so eine Pommes einfach mal entführen. Mal heute ein Treffen auf dem Freitag, den 13. Geil. War klar, dass wir die Portion nicht schaffen, oder? Ja, sicher. Dass wir hier in unser Unglück rennen. Gestern hätten wir geschafft und morgen würden wir es schaffen. Ja, natürlich. Aber am Freitag, den 13. schafft man natürlich seine Portion nicht. Und ganz ehrlich, wenn das einzige Unglück ist, was heute passiert, dann bin ich doch froh. Darauf trinken wir. Und warum heißt das eigentlich Freitag, der 13.? Also warum ist das so was Besonderes? Der heißt so, weil das Freitag, weil der Freitag eben Freitag heißt. Okay. Und wenn auf dieses Datum fällt, weil ganz ehrlich steht Freitag, der zwischen 12 und 14. Ja. Das ist der Freitag zwischen dem 12 und dem 14. Ja. Nee, offensichtlich schlechte Idee. Aber ja, das ist ja einmal das Datum, 13. und den Tag Freitag. Und irgendwas bei der Kombination muss ja so scheiße sein, dass man dann sagt, das ist einfach ein Tag, wo nur Unglück passieren kann. Das heißt, einerseits muss ja schon der Freitag scheiße sein und dann noch zusätzlich der 13. Und wenn das noch zusammenfällt, dann ist der Alarm. Ja, wobei mich ein bisschen wundert, weil der Freitag ja eigentlich nie scheiße ist. Der Freitag ist der Tag vor dem Wochenende, ist eigentlich voll geil. Richtig. Andererseits der 13. ist nur zwei Tage vom 15. Da war der Tag, wo die Hälfte der Bevölkerung mindestens früher Geld gekriegt hat. Okay. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, am 13. war man pleite quasi. Ja. Aber war ja nicht mal am Freitag. Okay. Doof war natürlich, wenn der Freitag am 13. war, hatte man schon noch den Samstag und den Sonntag vor sich. Wo man auf Geld warten musste und dann kam es erst am 16. Könnte natürlich so ein bisschen zum Mythos beitragen. Ja, oder in der Bibel. War Freitag nicht der Tag, an dem Jesus gekreuzigt wurde? Gab es da schon Freitage? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht so religiös, aber... Ja, aber offensichtlich haben sie nicht gut genug festgenagelt. Die Kirche ist nicht, hat nicht die Hauptaufgabe zu nageln. Ganz im Gegenteil. Ey... Willst du mit mir nageln? Ja. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich kann nicht. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Und? Hast du noch ein Bier? Oh, meine Serviette ist fliegen gegangen. Die holen wir uns schnell wieder. Ich meine, am 13. wurde... nee, nicht am 13., am Freitag. Da wurde... Jesus hat die Wand genagelt. Ja. Ja, mein Gott. Und der Karfreitag, ne? Schlechte Zimmerleute gewesen. Ja, das war richtig scheiße. Und ist 13 nicht allgemein auch so eine Unglückszahl irgendwie? Ich meine, Ballack hatte die auf dem Trikot und guck mal, wie der rausgeworfen wurde. Ja. Ja gut, der hat den Pitch wohl praktisch rausgetreten. Ja, wer hat denn... Einen komischen Ganauer. Ganauer? Da war der Bruder von... Boateng. Wie heißt denn das? Ja, bei Prinz Kevin war das. Nee, Kevin Prinz. Der auch Schalke schon mal auf der Bank verstärkt hat. Weißt du, bei Boateng war das halt so, der war am Anfang voll stark. Voll stark. Ja, klar. Voll der Leader. Und nachher hat er nur alle angeschissen. Was? Boah. Ey, so eine Mammutportion. Mhm. Ja, aber ich glaube so, weiter der 13. ist ja nicht der einzige Aberglaube oder abergläubische Tag oder wie auch immer man nennen mag. Du wird noch? An Tagen? Ja. Ja, für mich ist keiner ein. Oh, okay, aber ist nicht der einzige, allgemein so. Nee, aber so an den Aberglauben an sich. Ich habe mal mitgekriegt, was? Dass in Italien Freitag der 17. wohl so wie bei uns der Freitag der 13. ist. Echt? Ja. Scheiß. Und beispielsweise bei den Spaniern Dienstag der 13. Da muss ja aufpassen, wenn man so eine Europareise macht, dass man nicht nur Pechtage erwischt. Ja, genau. Oh mein Gott, das ist Dienstag der 13. oder Freitag der 17. Muss er aufpassen, echt?
Nee, da habe ich noch nichts von gehört. Ich weiß nur, dass die 13 an sich eine Unglückszahl zu sein scheint. Ballack. Bei manchen. Stichwort Ballack. Nicht nur Black. Black? Nee. Auch weil zum Beispiel verschiedene Hotels, ich rede jetzt nicht von kleinen Häusern, sondern von größeren, gar keine 13. Etage haben. Okay. Aber bei vielen ist es ja klar, die haben ja gar keine 10 Etagen. Was sollen die 13 haben? Gibt es nicht auch bei vielen Fliegern die Reihe 13 nicht? Da wollte ich jetzt noch drauf zurückkommen. Ne? Du kommst ja wieder zuvor. Du Fuchs. Ich Fotz. In amerikanischen Fliegern gibt es keine 13. Sitzreihe. Boah. Was denn? Bist du voll? Wahnsinn. Du bist Wahnsinn. Ich bin der helle Wahnsinn. Also die Frikadelle mag ich nicht. Die Frikadelle? Ja, die viereckige Frikadelle. Magst du hier noch das? Nee. Ich glaube, ich bin satt. Ich glaube, ich bin auch satt. Echt? Ich bin satter. Außer Bier, da geht immer. Damals? Ja. Apropos satt und Bier. Damals in der Schule war so eine Aktion vom Duden. Ich meine, in Zusammenarbeit mit Mercator. Wo gesagt wurde, wenn man nicht mehr essen mag, ist man satt. Aber was ist man denn, wenn man nicht mehr trinken mag? Wie nennt man das? Und dafür haben die halt ein Wort gesucht. Haben die einen gefunden? Ja. Was denn? Sitt. Ich war noch nie sitt. Hat sich. Das glaube ich dir aufs Wort. Aber bis jetzt war. Also das Wort findet halt nicht wirklich Anwendung, ne? Nee, weil es noch kein Schwein kennt. Sitt. Gibt's aber schon seit. Mit Konrad Huhn in der Mercator-Halle. Seit 2000 oder 2001 gibt das. Boah, ich brauche jetzt gleich unbedingt mal frische Luft. Echt? Um meine Verdauung anzuregen, ja. Wo fahren wir denn hin? Ich weiß nicht, wir haben hier den Kanal, ne? Der Kanal, ist der, gehen wir den Kanal entlang. Ist der Coffee to go und ein bisschen Kanalspaziergang? Yes. Good yes. Idea. Muss man noch schon Tiramisu? Ja. Die typisch griechische Nachspeise. Ich habe in meinem Leben noch keine Nachspeise gegessen. Tiramisu, ne? Ja. Wurde ursprünglich gemacht für die italienischen Prostituierten. Um sie gängig zu machen, oder was? Ja. Die, wenn die erschöpft sind, da ist ja Kaffee drin, um die wieder aufzubauen. Da ist Alkohol drin, um die in eine gute Laune zu versetzen. Und da ist Zucker drin, um deren Blutzuckerspiegel wieder anzuheben. Das war wirklich ein reines Gericht für italienische Prostituierte. Dafür wurde Tiramisu erfunden. Ich hätte gerne einmal den Nuttenteller. Tiramisu heißt ja auch, stellen mich auf. Echt? Ja. Mein Gott. Ich bin immer wieder überrascht, was du für ein bisschen. Wahnsinn. Aber nur, wenn es um Essen geht, ja. Aber trotzdem. Ich stelle mich auf und daraufhin haben die Prostituierten das gegessen und so manches anderes aufgestellt. Ja. Rede ich eigentlich so laut, dass man mich am Nachbartisch hört? Ja. Gut. Aber ist ja nicht schlimm. Die Leute können von dir lernen. Ja. Nicht nur Buchführung. Von mir Lärm. Und Kasse an Bank, sondern auch stell mich auf. Genau, stell an auf. Boah. Prost. Ja, auf. Boah. Titten. Alter Schwede. Jetzt gleich sollten wir vielleicht zwei Kaffee anpeilen. Jetzt gerade echt. Ja, gleich einen Kaffee, aber für mich auch ohne Milch, weil ich bin so pappsatt. Ja. Ich habe einfach nur einen schwarzen Kaffee. Schwarz wie deine Seele. Wieso? Ja, einfach nur so. Nee. War nicht böse gemeint. Ist aber nicht. Ist aber gar nicht. Ein bisschen am Kanal lang schlundern. Lass es schlundern. Lass einfach mal lang schlundern. Kanal schlundern. Boah. Das Stück Fleisch, was ich auf meinem Teller habe, das besiege ich noch. Ja, aber wir sollten wirklich mal überhaupt die Du kaust. Ich kann sprechen, ist egal. Ja, das ist ja schlimmer. Nein, die Thematik mit diesen. Was kommt denn jetzt? Ich muss gerade nicht über uns kommen. Aberglaube. Sollen wir mal vertiefen, nicht nur was der Freitag den 13. angeht. Aberglaube. Aberglaube. Weißt du, auch dieser Aberglaube mit dem Elefant im Porzellanladen.
Kannst du dazu mehr sagen? Ich bin gerade ziemlich satt und blau eigentlich. Ich schließe mich gerne an. Okay. Bei einer eventuellen Diskussion, die sich daran anschließt. Der Gute an so einer Warmhalteplatte ist ja, dass die Pommes so richtig wabbelig werden. Ja, super, ne? Die matschen so richtig schön durch. Schon stark gelöst, oder? Mhm. Ja, aber anders geht es ja nicht. Entweder kalt oder labberig. Ja, das Doofe. Wenn du mal was bestellst mit Pommes, wenn die ankommen, sind die immer matschig. Ich glaube, wir bestellen die Rechnung und zwei Espresso. Espresso. Damit es schneller geht. Ehemalige Espresso. Sind die fachspezifischen Namen für Druckerkolonnen, die Pressos. Soll ich noch einen Espresso hier trinken? Ja. Ja, oder ein Fernet? Espresso lieber. Ja, wisst ihr? Ja, bin ich dabei. Also Espressi, zwei Espressi. Espressi. Wir sind ja Espressionisten, ne? Du hast ihn wieder erfasst. Jeder, der mehr als zwei Kaffee am Tag trinkt, ist ein Espressionist. Na, der Kaffee, der muss schon eine bestimmte Mindeststärke haben, oder? Man muss ja... Eine bestimmte Mindeststärke. Ja, klar. Das ist meine Aussprache jetzt schon so unklar. Lass uns den Rest einpacken, nee, ne? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich will den Scheiß nicht haben. Boah. Alter. Warte. Ich bin satt. Aber ja, ich auch. Me too. Da fällt mir ein, wieso gibt es in der neuen Mitte keinen Puff? Ist das der Anfang eines wunderbaren Witzes oder einfach eine ernst gemeinte Frage? Das ist eine ernst gemeinte Frage, fällt mir gerade so ein, ganz spontan. Wir haben die neue Mitte Oberhausen. Der also Bebauungsplan lässt es nicht zu. Ich glaube nicht, dass jemals danach gefragt wurde, wenn ein Puff angesiedelt wurde, wie der Bebauungsplan aussieht. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Vielleicht, weil einfach die Flasshofstraße in der unmittelbaren Nähe. Unmittelbar. In mittelbaren Nähe. Wenn ich jetzt geil wäre und zur Flasshofstraße müsste, wir so gar nicht hinkommen. Du bist ja nicht dreimal abgeschleudert. Da bist du an der Pflasterhofstraße, hast keinen Bock mehr. Pflasterhofstraße. Pflasterhof. Du bist ja sicher, es war auch frei. Ich brauche einen Pflasterhof. Ich rufe ihn mal herbei. Ich rufe ihn herbei. Ja. Rufus. Wirklich? Was? So Rufus gerufen? Können wir bitte die Rechnung haben und zwei Espresso noch? Ja. Dankeschön. War sehr, ja, lecker, sehr lecker. War ein Ticken. Ja, genau. Ja. Du bitte? Ja, klar. Ja, nehmen wir noch mit. Ja. Das ist für uns Uso, ne? Ein Uso zu trinken. Kann ich noch ordinieren, bevor der kommt? Was meinst du? Ja, aber musst du dich schon mal ein. Ich würde dich bitten, dafür aufs Klo zu gehen. Wacker. Alles klar. Wunderbar, danke. 69,50. Jawohl. Ja, alles klar. Ja, ich muss mir mein Portemonnaie raussuchen, dann bin ich direkt am Start. Also. Und gucken, da machen Sie bitte 66. Dankeschön. Dankeschön. Tschö. So, Rechnung schön bezahlt. Da ist der Jorge wieder günstig weggekommen. Viermal Pilz. Zweimal Espresso. Einmal Tzatziki. Zweimal Ktipitipiti, oder wie das heißt. Einmal Dolma Dakia Zatz. Und einmal die 102er Platte für zwei Personen. Sehr, sehr geil. Dankeschön, das ist lieb. So, das ist der Espresso mit einer Zweier, mit einer Zartbitterschokolade und ein wenig Zucker. A little bit of sugar. Ich hab hier ein bisschen Alleinunterhalter gemacht in der Zeit, wo du nicht da warst. Macht ja nichts. Zack. Kann mir irgendwann anhören. Ja, auf jeden Fall. So. Jetzt noch ein Tiramisu? Für den, ja, ein Tiramisu zu trinken. Ein Hochgenuss. Ein Onkelus. Ich komme sofort. Und dann können wir den Kaffee zusammen trinken. Larotti.
Kennst du noch den Sarotti-Mor? Ja, mag keinen Haselnuss. Ich weiß nicht, ob das so politisch korrekt ist, Sarotti-Mor zu sagen. Sag bitte das lecker. Oh, tut gut. Ich kann ja auch Sarotti sagen. Könnte man, aber... stoß mal mit der Schokolade an. Mhm. Hab ich. Hab von dir die... Nougat. Was ist denn Nocciola? Nougat? Nougat. Warum schmeißt du denn Müll auf meinen Teller? Weil ursprünglich auch daher kam. Schön, wie sie da sieht. Hauen wir uns den jetzt auch noch rein. Wir haben noch Schoko. Guck mal, da ist Eis drin. Ja. Ja, geil. Geil, richtig geil. Ich habe mich angekleckert. Es ist soweit. Erste Mal angekleckert um 18.45 Uhr. Ich möchte das nur gerne festhalten für meinen Therapeuten. Hast du schon leer? Ja, klar. Das möchte ich auch gerne festhalten für meinen Therapeuten. Da will ich gerne für meinen Therapeuten nur festhalten. Ja, das, was der Jorge da hat, ist gar nicht so schlimm. Anders wegen, dass du da... Der ist ein ganz normaler Alkoholiker. Ja. Ja. Ja, ich würde sagen, das war hier herrlich bei Neon. Jetzt schnappen wir uns gleich einen Kaffee. Auf jeden Fall. Und latschen ein bisschen rum. Und vielleicht nehmen wir danach noch ein bisschen auf. Und danach machen wir einen Kneipenplausch. Bei einem Bierchen. Genau, und dann mal der klassische Kneipenplausch. 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 Vielleicht könnte man da ein bisschen Cards Against Humanity spielen. Dann zeige ich dir das mal. Ja. Ich schicke dir gleich mal einen Link aufs Handy. Und dann spielen wir Cards Against Humanity. Das bietet sich, glaube ich, hervorragend an. Ja. Alles klar. Sag mal, hast du dein Handy gerade am Start? Ich habe dir mal was geschickt, was wir häufiger mal im normalen Podcast gemacht haben und was ich gedacht habe, eignet sich für hier auch in besonderem Maße. Das sind die Cards Against Humanity. Nur während mein Handy aufnimmt, kann ich auf meinem Handy nicht die Cards Against Humanity gucken. Ja, welche, was ist denn? Kannst du mal einmal hier das Muster machen? Also ich stelle immer wieder fest, Android-Handys sind vom Allerfeinsten. Android-Handys sind vom Allerfeinsten. Warte mal, das ist ja gegen Android. Öffnen mit Dropbox. Scheißegal. Okay, also das nennt sich Cards Against Humanity. Steckt eigentlich nicht viel mehr hinter, als dass da einfach nur eine Reihe von Begriffen sind. Wir haben 18 Seiten an Begriffen. Wir haben 4 Spalten und 5 Zeilen. Ach. Ich würde dich jetzt einfach mal bitten, nenn doch mal eine Seite, dann nenne ich eine Spalte und du eine Zeile. Ich hätte gerne eine Frau mit 4 Spalten. Allein schon. Nee, sag mal eine Seite. Wie viel? Zwischen 1 und 18. 18. 8. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sag Spalte 2. Jetzt musst du Zeile 1 bis 5. 5. Eine Super Soaker voller Katzenpisse. Ist unser heutiges Thema, über das wir reden müssen. Hattest du denn erstmal als Kind eine Wasserpistole? Nee, aber Katzen. Ja, okay. Und wie war so die Pisse? War die sehr intensiv? Sag mal so, in der Regel, wir hatten ja teilweise sogar eine Katzentoilette. Okay. Teilweise. Ja. Also ganz selten hat sich mal die Gelegenheit gegeben, diese Katzenausscheidungen in flüssiger Form auch mal wirklich so wahrzunehmen, wie die sie so darstellen. Ja, okay. Meistens sind ja im Streu versunken. Ja. Also diese Ausscheidung und die Pisse sozusagen. Ja. Und deshalb ist es gar nicht so einfach, so eine Super Soaker voll Katzenpisse erstmal zu sammeln. Es sei denn, man bringt dieses Streu, also die Katzenstreu, aus. Ja. Aber wie hat das denn gerochen? Also diese Katzenpisse, ist die intensiv? Ich habe jetzt so einen Hund. Ich weiß nicht, wie riecht denn Katzenpisse? Ist das scheiße, wenn man... Nee, nicht wie scheiße. Also nein, ist das scheiße? Scharf. Scharf? Scharf. Also wenn du eine Super Soaker voll Katzenpisse hast und damit durch die Oberhausener Altstadt jagst. Na, wir sind hier gerade an der Zentrumpromenade im König. Deswegen das Beispiel Oberhausener Altstadt. Und damit beschießt du die Leute. Freuen die sich darüber? Oder finden die es eher nicht so gut? Also in der Oberhausener City, muss ich echt sagen, ist ja Klientel so, dass sie teilweise gar nicht merken würden. Wahrscheinlich fänden sie es sogar noch gut für die Dufterschwung. Wahrscheinlich wäre es so eine Art Parfüm. Ja. So. Womit der eigene Gestank teilweise noch überdeckt wird. Parfüm. Parfüm. Wie viel passt denn in so eine Super Soaker rein in die Tanks? Doch bestimmt in die großen bestimmt 1 bis 1,5 Liter, oder? Wie viel Ausscheidung hat denn so eine Katze? Da kommt drauf an, wie viel die pisst.
Ja, wie, und wie viel die säuft, aber so im Schnitt. Ja. Weil wie viel kommt da raus? Ich weiß es nicht. 20 Milliliter, 50 Milliliter? Ja, bestimmt zwischen 20 und 50 Milliliter wird da irgendwie rauskommen. Irgendwie sowas um den Dreh. Das heißt, wenn wir von einem Maximalwert von 50 Millilitern ausgehen, dann würde das heißen, die müsste 30 Mal pissen, dass wir eine Super Soaker mit 1,5 Litern voll kriegen. Ja. Aber man muss sie denn voll werden? Achso. Man könnte, Entschuldigung, ich habe dich angesprochen. Man meint, man könnte mit einer halbvollen Super Soak einfach durch die Einkaufsstraße und die Leute voll spritzen mit Katzenpisse und die würden dann wahrscheinlich nicht mal merken. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Blöd wäre natürlich, wenn die Knarre irgendwann leer ist. Ist das strafrechtlich irgendwie relevant oder? Die Filmmenge hat mit Strafrecht wenig zu tun. Oder ist halt, bleibt man im Bereich des Ordnungsrechts? Ich weiß es nicht. Aber das, ich stell das ist eine grad, gute Frage. Du hast mit einer Super Soka mit Katzenpiss. Stell dir mal vor, ich hab dich schon wieder angespuckt. Entschuldigung. Ohne Schirm sage ich gar nichts mehr. Mit Schirm, Scham und Super Soka mit Katzenpiss. Ich überlege gerade, was schlimmer ist. Eine Super Soka mit Katzenpiss. Das war eigentlich Bucke. Oder deine dauernde Berieselung, ja. Was ist das Scheiße? Ich überlege jetzt gerade, was passiert denn? Stell dir mal vor, du läufst mit einer Super Soaker voll Katzenpisse durch Oberhausen City, ne? Ja. Und wat, stell dir vor, was in den Nachrichten, so im Radio oder so. Erstmal stell ich mir da praktisch vor, wenn ich da rumrenne. Oberhausen ist gerade in der City in den Hand einiger Rocker-Gangs. Ja, aber von den Lederjacken lässt sich das doch gut abwischen, oder nicht? Ja. Auch dein Blut. Ja, also haben wir da doch kein Problem, oder? Ja. Ja, aber sag mal, ich weiß gar nicht, ob das strafrechtlich von Belang ist. Kommt wahrscheinlich auch Belästigung an. Wahrscheinlich, irgendwie ordnungsrechtlich oder so, ja, ne? Ja, vielleicht. Oder ob die Katze ansteckende Krankheiten hatte. Eine AIDS-infizierte Katze. Damit bespritzt du in der Fußgängerzone die Leute mit der Pisse. Das ist aber herrlich. Ja, toll. Ich habe AIDS. Ich wurde angespritzt von Katzenpisse in der Fußgängerzone. Schatz, das musst du mir einfach glauben. Ich hatte keinen Geschlechtsverkehr. Genau, ich wurde mit AIDS-infizierter Katzenpisse in der Oberhausener City angespritzt. Damit kann man, also mit einer Super Soaker voll Katzenpisse kann man Existenzen zerstören. Ja. Offensichtlich. Offensichtlich. Boah, ist das kalt hier, wenn die Tür auf ist. Leck mir mal. Leck mir mal. Ja, wie sieht das aus? Hast du noch was zur Katzenpisse zu sagen? Nee. Oder wollen wir mal zum nächsten Begriff? 7. Ah, Seite 7. Okay, dann. Ja, hätte ich nur eins zurückgemusst. Jetzt fange ich von vorne an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sag Spalte 3. Und du darfst auch den nächsten Wert bestimmen. 2. Pubertät. Ja, erstmal anstoßen, oder? Die Pubertät. Wann ist sie bei dir losgegangen? Also mein Pupper tut gar nicht gut riechen. Dein Pupper. Das glaube ich. So die paar Flatulenzen, die ich heute von dir verspürt habe, die waren echt gar nicht schön. Aber ich bin auch gut dabei. Ich hoffe, dass du keine Krankheiten hast. Pubertät, ich überlege gerade, wann die bei mir losging. Ich weiß nicht, ich komme, glaube ich, erst noch da rein. Ist halt nicht die Zeit, wo man langsam die Geschlechtsfähigkeit verliert? Okay, dann ist es bei dir so weit. Ja, aber aufgrund von Alter und nicht aufgrund von Alkoholkonsum. Deswegen bist du an der Stelle raus. Nee, ich überlege gerade, wann ich da reingekommen bin. Ich glaube, weiß ich nicht, kann das sein, 12, 13 so? Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe meine Pubertät gar nicht live miterlebt. Nee, ich, also so bewusst. Also ich war jetzt nicht so ein Problem-Pubertieren da eigentlich. Ich habe eigentlich... Man weiß gar nicht, was so eine Pubertät beim männlichen Wesen so ausmacht. Ich glaube, da wachsen dann Haare an den Sack. Aber die habe ich eh schon immer abrasiert. Ja, aber die hatte ich, glaube ich, schon vor der Pubertät. Die hatte ich schon irgendwie mit 7 oder 8 oder so. Ja, ansonsten habe ich 25 Jahre lang Fußball gespielt und dann nur noch gefickt.
Danach, nach den 25 Jahren Fußball oder ja, währenddessen ja. auch? Nee, danach. Alles klar. Da war aber kein Fußball mehr. Quasi lebenstechnische Trennkost. Ja. Was du da praktizierst. Ja. Okay. Ja, Pubertät ist irgendwie scheiße, ne? Man hört ja so viel Scheiß. Ich glaube, Frauen haben da mehr Probleme mit. Weiß ich gar nicht. Also Männer haben ja auf jeden Fall einen Stimmbruch. Ich finde das immer so krass, wenn man irgendwie mal so einen kleinen Cousin oder so lange nicht gesehen hat. Oder irgendwie jemanden, den man in dem Alter kennt. Und dann trifft man ihn 2 Jahre später und da war der Stimmbruch. Meine Nichte. Die mit dem Penis und den Eiern. Die habe ich Monate nicht gesehen. Ja, und auf einmal hatte die so eine ganz männliche Stimme. Auf einmal. Komm, sag doch mal eine Seite hier. Pubertät gibt nicht so viel her, habe ich dir da nur. Na, fang du an. Na komm, dann sag ich mal die Seite 16. 9. 1, 2, 3, 15, 16. So, und Spalte und Zeile von dir. 9. Es gibt 4 Spalten und 5 Zeilen. Ach so, 6. 3. 3 Spalte? 3 und 4. An den Rand gedrängt werden. Ah, da kann ich viel zu erzählen. Ich bin mein Leben lang an den Rand gedrängt worden. Okay, darauf trinken wir. Prost. Prost. Ja. Denn eigentlich, muss ich dazu erzählen, ursprünglich komme ich aus der DDR. What? Mein Vater. Okay. Komme ich aus der DDR. Also nicht mich mein Vater. Mich sein Vater, ja, genau. Ja, und da hat man ja schon so ein, da wurde man ja schon DDR und so, Rand, du ja. Ostdeutsche Sau, du ja, Schnorrer. Okay. Ja, okay. Wie okay? Ja, nicht okay. Nee, ich nehme es zur Kenntnis, was du erzählst. Ja, ja ansonsten, sag du mal was. Dein Vater kommt aus der DDR. Ja, mehr aus Königsberg, eigentlich aus Ostpreußen, aber dann sind die irgendwann in den 40ern... Ja, rechts von der Mauer. Ja, genau. In den 30er, 40er Jahren sind sie dann über die Ostsee geflüchtet in die DDR und dann sind sie da hängen geblieben bis kurz vor Mauerbau und das will aber kein Schwein. Aber du bist im Westen geboren. Ja, ja. Und bist mit Bananen aufgewachsen. Ja, ja. Das ist schön für dich. Ja. Das ist ein Obst, was man nicht so... Nee, kein Randobst. Kein Randobst. Ich sag mal eine andere Seite, das ist doch scheiße hier. Sag mal 11. 11. So, dann heißt das war jetzt 16, 15, 14... 13, 12, 11. Dann sag ich Spalte 1. Ja. Zeile? 2. Zurückschenken. Ich schenke ja noch nicht mal hin. Ja, das ist so. Das ist so eine Scheiße, weil man hat häufig so die Situation zu Weihnachten auch, oder? Was hat er da so geblitzt? Habe ich einen Schlaganfall? Da hat er da geblitzt. Da hat er jetzt gerade was geblitzt, oder? Ja, da hat er ein Foto gemacht. Zurückschenken war der Begriff, glaube ich. Ja, ja. Ja, das ist halt immer so ein Problem, weil man dann häufig vereinbart, ja, wir schenken uns nichts. Und dann auf einmal wirst du beschenkt und kannst gar nicht zurückschenken, weil du als einziger zuverlässig von dieser Absprache ausgegangen bist. Ah, das, ja. Das ist echt unlauterer Wettbewerb. Ja, aber ich will ja auch nichts zurückschenken, weil es war ja vereinbart, dass wir uns gar nichts schenken. Ja, das Riesenproblem ist ja, dass du ungefähr in der gesellschaftliches Erfordernis ist, dass du ungefähr in derselben Güte dann zurückschenkst. Falls ich es nicht schenken will, schenke ich dann zurück, weil ich was geschenkt kriege, was ich nie haben wollte. Ja, genau. So, du hast es erfasst. Guck mal, wie das schneit, ey. Wann muss er gehen? 20 Minuten haben wir noch. Ja, zurückschenken ist auch ein scheiß Thema. Weißt du was? Next one, sag nochmal eine Seite. Oder wir suchen uns einfach. Warte mal hier. Stopp. Und dann irgendwo mit dem Finger drauf, ohne hinzugucken. Einem Kind Süßigkeiten wegnehmen. Kannst du nicht. Wenn ich das lese, ich denke mir als erstes so ein Blick habe ich im Kopf. Von einem Kind, dem man Süßigkeiten wegnimmt. Ja, pass auf hier. Also, das würde ich nie machen, außer natürlich. Zu Halloween. Einfach Süßigkeiten wegnehmen, weil die... Wenn die an der Tür klingeln, ich bin ein kleiner König, ätzend, so, dann klatsche ich den ein und nehme die Tüte weg. Einfach die Süßigkeiten, die ich schon bekommen haben. Weißt ja, sicher. Ja, letztens war ja auch Heilige Drei Könige. Und meine Frau wollte unheimlich, unheimlich gerne an der Tür diese scheiß Symbole da haben. C, M, B oder so. Warum hast du nicht dahin gemalt? Ja, habe ich auch gesagt. Kreide ist viel günstiger.
Ne? Und dann standen die da vor der Tür, haben irgendwas aufgesagt. Und nachher haben die einen Zehner von uns gekriegt. Und dann hatten wir unser Haus gesegnet. Und Antonia wollte das gerne. Und wollte aber nicht die Tür aufmachen, weil das so peinlich war. Jeder Arsch macht die Tür auf, ja. Die doofen Blagen. Und dann musste ich die Tür aufmachen, weil Antonia das wollte. Und ich muss den Zehner geben und mir die peinliche Scheiße reinziehen und den Aufkleber anbringen, damit unser Haus gesegnet ist. Wieso Aufkleber? Da ist ja Kreide, die auf die Wand geschmiert wird. Nee, da gibt es auch so Aufkleber für die Tür. Ach, die du da machen kannst. Ja, das ist so ein Klebeteil. Da gibt's, zählt doch nicht. Das ist aber nicht richtig gesegnet dann. Nee. Kann sein, dass er dann trotzdem noch schief geht. Ist auch ein Klebesegen. Wofür ist dieses ganze Scheiß Segnen eigentlich gut? Oh, Scheiße, du hast schon wieder Biervorsprung. Da muss mal so einen verkackten Christen fragen, der aus der Kirche kommt. Ja, ich bin ja noch in der Kirche. Ja, frag dich da selbst. Ja, ich habe mich da ja schon gefragt, aber ich finde keine Antwort darauf. Ja, Gott segne dieses Haus, das gibt Schutz. Was ist das? Kasimir, Balthasar und Melchior, ne? Quatsch. Was denn? Oh, Quatsch. Erstmal heißt der Kasimir Kaspar oder so ähnlich. Und zweitens ist es CMB, sind nicht die Namen, sondern die lateinische Übersetzung für Gott segne dieses Haus. Casa Dingenskirchen. Casa, mi casa es su casa. Ja, ich hatte kein Latein. Echt? Ja, Hauptschule. Nee, ich meinte, ich wollte jetzt nicht auf die schulische, auf den schulischen Background abstellen. Ich wollte einfach fragen, ob das wahr ist, was du da erzählst. Das Einzige, was auf Latein kann, ist Castrop Rauxel. Und ah, da heißt auf Deutsch heißt halt von der Eike. Ey, ich war letztens in Wanne-Eickel. Gibt ja jetzt nicht mehr, heißt ja jetzt Herne Wanne. Ah, ja. Und ich habe mich da direkt wohlgefühlt. Nee, als gebürtiger Gelsenkirchener. Ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt schon mal irgendwann am Telefon erzählt habe. Habe ich jetzt schon mal ein Telefon? Ja. Okay, dann brauche ich dir nicht nochmal zu erzählen. Aber für die Leute, die mithören, wäre es ja vielleicht auch interessant. Ja, okay, dann. Ich tue mal so, als hättest du mir noch nie erzählt. Ja, okay. Was war denn da in Wanne-Eickel? Was war denn da in Wanne-Eickel? Also ja, auf jeden Fall, Wanne. Im Moment, da wo wir jetzt im Moment wohnen, ist ja auch Ruhrpott, aber vielleicht eine andere Ecke des Ruhrpotts. Da kann man belgische Waffeln oder Lütticher Waffeln kaufen. Hm. So, dann bin ich zum Krankenhaus gelaufen, in Herne-Wanne zum. Ja. St. Anna Krankenhaus, ja. Und dann war da so ein Weihnachtsmarktstand und dann gucke ich und dann ist da so eine belgische oder lütticher Waffel oder wie du die auch immer nennen magst. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen belgische und lütticher Waffel? Wo ist Lüttich? In Belgien. Also gibt es keinen Unterschied. Ja, aber das ist doch eine bestimmte Region in Belgien. Nee. Okay, alles klar. Belgien ist ein Land und Lüttich eine Stadt in Belgien. Alles klar, gut. Akzeptiere ich als Antwort. Also lütticher Waffel kriegt man wahrscheinlich auch in Gent oder in Brüssel. Ja, also, und da war ich dann halt an einem Weihnachtsmarktstand und da stand einfach nur dicke Waffe. Und ich habe mich so wohl gefühlt, weil ich kannte die auch nur als dicke Waffe. Und, du warst nicht beleidigt? Nee, als ich nach Dienstlaken gekommen bin oder hier in der Ecke war, da, ich wusste nicht, was eine Lütticher Waffel ist und alle haben mich für doof gehalten. Und ich habe dir gesagt, das ist doch eine dicke Waffe. Und eigentlich ist das ziemlich beschränkt, wenn du danach betrachtest. Ich muss dazu sagen, du wohnst wahrscheinlich sehr im Norden von Oberhausen. Wenn du weiter südlich gehst, gerade Richtung Kanal, weiß auch kein Schwein, wann eine lüttiche Waffel ist. Stehst du auf dem Gasometer im Sturm. Der Einzige, was der sieht, ist ein Haufen Scheiße. Ja, Oberhausen, meine Perle, oder wie hieß das Lied? Apropos, meine Perle, der HSV-Manager, das ist krass, oder? Nee, Günter Grass war Schriftsteller. Nee, der HSV-Manager, der Glatzkopf mit der Brille, der im Moment überall bei der Bild-Zeitung online. Aber meinst du, der für einen Triathlon trainiert hat? Der? Ich habe keine Ahnung, wofür der trainiert hat, aber ist doch krass, dass der einfach. Zumindest ist er in den See gesprungen. Ja, ich glaube auch. Der wird da in der Elbe ersoffen sein. Die werden ihn noch mit Tauchern beim besten Willen nicht finden, wie weit der abgedriftet sein wird, oder? Ja, dann ist die Elbe, ich weiß nicht. Vielleicht können sie jetzt vor Helgoland finden. Ja, die soll hier genau, irgendwo in der Nordsee sollen die mal tauchen, aber. Doch nicht an den Landungsbrücken in Hamburg. Ja, irgendwann wird der wieder nach oben geschwemmt. Ah, ist schon scheiße irgendwie. Weil der war ja im Taxi. Wieso ist der zurück zu den Landungsbrücken? Die wollen einen ballern. Er hat gedacht, Taxi nach Hause, da wartet meine Frau. Wahrscheinlich, umdrehen. Wahrscheinlich war der voll besoffen. Die Arbeitskollegen haben den Taxi gesetzt und der hat dann den Taxifahrer erstmal gesagt, hör zurück. Ja, aber der Komische ist ja, dass die den Taxifahrer nicht kriegen. Ne? Ja, das ist wirklich komisch. Die haben ja einen Aufruf gestartet, der soll sich melden. Ja. Ja, komisch, dass er sich da nicht meldet, ne? Ja, das ist komisch, dass er sich nicht meldet. Der Lutscher.
Der Taxilutscher, der. Der Taxilutscher. Ja, Lutschtaxi. Über welchen Begriff sind wir jetzt darauf aufmerksam geworden? Über einem Kind Süßigkeiten wegnehmen. Ja. So, machen wir noch einen. Ja, komm. Einen einfach machen wir tippen, jetzt tipp. Ein einsames Schamhaar. Ja, kann gut passieren, wenn du rasiert bist. Ja. Aber du hast vielleicht die Brille nie auf. Ja, das ist halt immer so, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Als erstes dieses Trockenrasieren ist halt relativ unzuverlässig. Ne? Ja, ich rasiere ja immer nass. Ja, du rasierst immer nass, aber ich sag mal, wenn du dich durch durch das dichteste Geäst arbeiten musst, dann fängst du ja nicht direkt nass an, oder? Warum nicht? Ja, wir nehmen noch zwei. Zwei Pilz, bitte. Dann fängst du ja nicht direkt nass an, sondern ich sag mal, die groben Baumschnittarbeiten machst du auch mit trocken. Ich hab gar keinen Trockenrasierer. Okay, okay. Aber man muss ja gar nicht erst auf den Grobschnitt ankommen lassen. Man kann ja immer regelmäßig. Es geht ja. Ja, ich weiß. Das sind Bilder, die will ich einfach nicht haben. Ja, aber ja, wir reden jetzt auch nur hypothetisch. Das ist ein ekelhaftes Thema, oder? Ja, aber du, wieso? Stell dir vor, also ich rede jetzt mal über den Bart. Wenn du den länger wachsen lässt, dann mache ich den auch erst trocken drüber und dann mit einem Nassrasierer, weil der Nassrasierer sonst von den Haaren ja total verstopft. Wenn du so ein 3-Tage-Bart, der 3 Wochen alt ist, hast, ne? Dann ist der halt so, wenn du den mit einem Nassrasierer machst, egal wie oft du den ausspülst, irgendwann hast du da Haare drin und die kriegst nicht mehr so leicht raus. Ja, da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Wieso eigentlich nicht? Ich hatte diese Probleme noch nie, weil ich nur die langen Haare am Sack hatte. Wenn du furzt und etwas Kacke herauskommt, ich glaube, das ist eine Situation, wo jeder schon mal mitgekämpft hat. Ja, die grundsätzlich nicht ganz so unangenehm ist, solange man zu Hause ist. Ja, zu Hause kannst du direkt gegenarbeiten. Aber wenn uns das jetzt passieren würde, dann müsstest du erstmal mit einer, ja, ich sag mal, mit einem cremigen Gangstil rechnen. Dankeschön. Dankeschön. So. Kennst du die Situation, wo du mit Unterhose ins Lokal gehst und ohne Unterhose wieder raus? Das ist sowas. Nein. So, das nächste Bier. Haben wir eigentlich schon gesagt, wo wir sind? Ja, kommt da Cremeschnittchen aus dem Hose gehuscht. Boah, das ist so eklig, ne? Aber das ist halt so eine Sache, ich glaube, die kennt jeder einfach. Ja, und so keiner denkst, traut sich drüber zu reden. Wenn du denkst, ist es noch ein Furz oder ist es schon scheiße? Und riskiere ich es jetzt einfach zu furzen? So, es kann dann halt auch unheimlich viel schief gehen. Jeder kennt das, keiner gibt's zu. Ich glaube, wir greifen ein ganz wichtiges Tabuthema gerade auf. Ich glaube auch, das sollte man vertiefen. Ja, damit sollte man mal rauskommen. So, okay, du hast gerade von der Situation gesprochen, man geht mit einer Unterhose ins Lokal und kommt raus. Ich denke nicht, dass du ein Lokal meinst, wo alle Räume verdunkelt sind. Nein, okay. Ein Lokal wie dieses, es kann auch was anderes sein. Okay. Es kann ein Klassenzimmer sein oder das Büro. Ich hatte mal mit beschissenen Unterbuchs. Ich hatte mal einen Schulkollegen, bei dem war das ganz knapp, dass er also quasi in die nächste Klasse versetzt wird wegen des Zeugnisses. Und dann wurde er nach vorne gerufen, um sein Zeugnis abzuholen. Und er hat sich vorne im Unterricht in die Hose geschissen. Nein. Ja. Und das war so ein, ich weiß gar nicht, wie man so einen Schiss nennt, der so extrem trocken ist. Aber da gibt es ja die Bristol-Skala. Welche Skala? Ich zeige dir gleich die Bristol-Skala. Bristol-Skala. Und der hatte dann einen sehr trockenen Schiss und der ist dann unten aus dem Hosenbein gekullert. Ohne abgefangen zu werden von der Unterbuchs. Wahrscheinlich hatte er eine sehr lockere Unterbuchs an, wo das vorbeigekullert ist und dann kam es unten aus dem Hosenbein herausgekullert. So einen trockenen Schiss hatte ich ja noch nie. Darf ich mal auf deinem Handy auf den Webbrowser zugreifen, damit ich dir einmal die Bristol-Skala zeige. Du kannst auch einfach ins Internet gehen. Okay. Bristol Skala. Also immer wenn ihr euren Code mal kategorisieren wollt, dann solltet ihr die Bristol Skala nutzen. So, übrigens. Was ist denn eine feste, aber doch
Schleimige. Ja, Moment. Du kannst das jetzt hier kategorisieren. Also ich zeichne das mal. Das sind die Bristol Stuhlformskala. Es gibt da einmal, ich sag mal, was ist das? Einzelne feste Kügelchen. Was ist das? Typ 1 sind einzelne feste Kügelchen. Schwer auszuscheiden. Das ist, glaube ich, das, was er hatte, diese Kügelchen, die da rausgerollt sind. Er kotete nach Typ 1 der Bristol-Skala. Also im Prinzip Mini-Frikadellen. Kleine Mini-Frikadellen, groß wie der Fingernagel des kleinen Fingers. So, Typ 2 ist wurstig, klumpig. Da würde ich doch sagen, mehr so Mettbrötchen. Mettbrötchen, alles klar, da passt auch gut. Da passt auch gut eine Zwiebel zu. Typ 3. Wurstartig mit rissiger Oberfläche. Das ist so, glaube ich, der goldene Standard, oder? Das ist so das, was man so regelmäßig ausscheidet. Ich trinke viel Bier. Okay, wo würdest du deinen Stuhl ein? Ja, da kommen wir vielleicht gleich hin. Alles klar, okay. Also bis jetzt ist noch nicht zutreffend für dich. Nee, wurstartig mit glatter Oberfläche. Bis jetzt einfach noch nicht seine Stuhlform und die festen Stuhlformen kommt sind dann schon häufig, alle durch. Kommt schon häufig mal vor. Was kommt jetzt, Typ 4? Ja, wurstartig mit glatter Oberfläche, das kommt schon häufiger mal vor. Ja, sieht aus wie so eine Nacktschnecke, ne? Ja, auch schön schleimig irgendwie. Ja. Aber das auch nicht immer. So, das war jetzt Typ 4, ne? Ja. Was haben wir noch? Einzelne, weiche, glattrandige Klümpchen leicht auszuscheiden. Da habe ich oft. Typ 5. Ja, also Typ 5 habe ich oft, weil ich viel Gemüse esse. Okay, du bist ein Typ 5-Scheißer. Ja, oft, nicht immer. Ja, okay. Aber Typ 5 habe ich oft. Ich sehe schon Typ 7 auch, aber kommen wir erstmal. Oh, Typ 7 ist, glaube ich, das 6. Schlimmste, was es gibt, ey. Typ 6. Ich sehe das Bild schon. Da sind eine weiche Klümpchen mit unregelmäßigem Rand. Ja, da lässt sich schlecht feststellen. Ich scheiße da nicht auf den Haufen, sondern immer in den Pott in der Regel. Könnte sein. Ja, okay. Könnte sein. Also Typ 6, maybe bei Jorge. Also 5 oder 6, das ist so. Und jetzt kommt der absolute Hardcore, Typ 7. Flüssig ohne feste Bestandteile. Und da kannst du dich auch wiederfinden. Ja, sicher. Okay, also das. Manchmal habe ich sogar. Ja, in die flüssige Richtung. Manchmal habe ich sogar morgens beim Aufstehen Typ 6 und eine Stunde später nochmal Typ 7. Also Leute, wenn ihr solltet mal Bristol, B-R-I-S-T-O-L, mal nachschauen und dann euch einfach mal schocken lassen. Jetzt gucke ich mal eben, was trifft denn auf mich zu? Also ich muss sagen, es gibt natürlich immer mal wieder Eskapaden, wo Typ 5 bis 7 in Frage kommen. Aber in der Regel würde ich doch sagen, ich bin ein solider Typ 3. Ja, Typ 3 ist ja langweilig. Und immer schön 2 bis 3 Würstchen. Das ist so eine Sexwurst. Immer wieder 2 bis 3 Würstchen von Typ 3. Das ist ja für ein Video geeignet. Ja, ja. Wohingegen Typ 7 dafür ganz ungeeignet ist. Typ 7 ist echt heftig. Aber Bild passt. Ihr könnt es leider nicht sehen, liebe Leute, aber das Bild passt. Ja, ich glaube, ich mache das in die Shownotes. Guck mal unter der Aufnahme. Unter der Aufnahme machen wir einen Link für euch rein. Da kommt jetzt zur Bristol-Skala. Typ 3 natürlich auch ein bisschen hungrig macht, weil das aussieht wie Schwabtischi. Wo sind die Zwiebeln? Also Typ 3 würde ich sagen Chivapchichi, Typ 4 ist Bratwurst. Nee, Typ 4 ist Nacktschnecke. Typ 1 ist Mini-Frikadellen. Das sind die, die du für unseren Polterabend gemacht hast, ne? Typ 5 ist Chicken McNuggets, Typ 6 ist Gehacktes und Typ 7 ist Linsensuppe. Ich finde, das passt. Ich finde, das passt sehr gut. Die Bristol-Skala. Ja. Erklärt einfach für Dummies. Ja, wobei mir da immer noch der Bandwurm fehlt. Also du produzierst etwas noch außerhalb der Bristol-Skala? Ich gebe Leben eine Form. Ach du Scheiße, was steht denn da noch zur Bristol-Skala? Das ist hier, glaube ich, irgendwie Wiki, ne? Wikipedia. Aber außer Bild ist da nichts mehr. Ja, reicht ja auch, wenn du Bilder gesehen hast. Die aber Stuhlform. Ja, das ist nur das Bild, okay? Nur 7 Kategorien von Code. Ja, grobe Kategorien, ne? Da gibt es ja dann sicherlich noch ein paar Unterformen. Gibt auf jeden Fall Unterformen, also ich kenne welche. Was ich auch häufig ist so ein, ich nenne ihn mal Stiftschiss. Das heißt, am Anfang hast du so einen Typ 3 und wenn der beseitigt ist, kriegt er quasi so einen Raketenantrieb von Typ 7. Ja.
Der Scheiß aus von ungesunden Vollspritzen. Ja. Der eine, nee, ich würde fast sagen, der eine Klobürste unentbehrlich macht. Ja, den kenne ich. Ist das? Das ist wirklich ein scheiß Thema, ne? Aber geil. Ja, die Bristol-Skala, schön. Ja, aber da fehlen ein paar Stufen. Wollen wir einfach mal die Jorge-Skala machen? Jorge-Skala. Bristol für den Arsch, wir machen die Jorge-Skala. Was fehlt dir denn da genau? Also ich sag mal, was würdest du noch finden? Mir fehlt so irgendwas zwischen Typ 6 und Typ 7. Aber meinst du, da ist quasi nicht ein ganz fließender flüssig, Übergang? Schon so zäh fließen. Das ist kein fließender Übergang. Boah, ey. Boah, ey. Ja, ansonsten... Naja, also wenn du demnächst... also das passiert bei mir beispielsweise inzwischen häufig, dass ich einfach ins Büro komme und den Typ nenne. Also Bratwurst ist mehr Typ 4, ja. Der Kollege weiß dann schon... Bescheid, ich komme einfach ins Büro. Typ 7. Und sag dreimal Typ 3. Wieso dreimal? Ja. Weil Typ 3 ist ja nur ein Exemplar. Und ich habe davon 3 reproduziert. Bei einem Sitz? Bei einer Sitzung. Und dabei habe ich noch mein Bankguthaben gecheckt. Ja gut, die Zeit hatte sie ja. Ja, natürlich. Ja klar, ich war ja in der Produktion, in der Passivproduktion. Aber immerhin Bankguthaben. Hat nicht jeder. Das ist schon mal was. Die meisten haben ja Bank schlecht haben. Ja. Ja gut, dann haben wir die Bristol-Skala fertig. Und ich würde sagen, das ist ein passender I-Schiss, I-Punkt, auf den Kneipenplausch diesmal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschö. Das war's von Jorge. Und Paco Rabanne. Paco Rabanne. Tschö. Ich sehe deine Einsamkeit, ich weiß, dein Weg ist noch sehr weit. Ich spüre, dass du traurig bist, da ist es wichtig, dass du nie vergisst. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, das sage ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Du denkst, dass es nicht weitergeht, weil hier keiner ist, der dich versteht. Komm, bleib einfach hier am Tresen stehen, dir wird es gleich viel besser gehen. Das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, das sage ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Eine Flasche Bier und du vergisst deine Sorgen. Noch eine Flasche Bier und du denkst nicht an morgen. Eine Flasche Bier, sie dringt tief in dein Herz. Noch eine Flasche Bier und du vergisst deinen Schmerz. Komm, lad noch ein bisschen Bier und dann trinken wir noch eine Flasche Bier. Und vergiss nicht die kurzen, nur weil sie kleiner sind, soll man sie nicht missen, das weiß ein jedes Kind. Oh, das Leben ist nicht immer nur Pommes und Disco, das sage ich dir. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Manchmal ist das Leben einfach nur eine Flasche Bier. Oh, manchmal ist das Leben nur eine Flasche Bier.